In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie ein ordentlicher Griff beim Golf aussieht, beziehungsweise wie man ihn einnimmt, welche Funktionen der Griff hat und was eine 3D-Schlagfläche ist. Also bleib dran, wir starten jetzt. Wenn wir vom Griff sprechen, dann sprechen wir von zwei Funktionen, die er erfüllen muss. Das erste ist, er muss so sein, dass wir die Schlagfläche in die gewünschte Position bringen im Drehmoment. Und die zweite Funktion ist es, dass man damit mehr Länge erreichen kann. Hauptsächlich geht es hier um den Handgelenkswinkel zwischen Schaft und Unterarm, den sogenannten Lag, und den später folgenden Anlagen oder Endwinkeln, was dann schließlich zur Schlägerkopfgeschwindigkeit führt. Und ich kann bereits Fehler in meinem Griff machen, dass ich dieses Lagen und Anlagen mir erschwere. Nachdem jeder Golfer unterschiedlich lange Finger hat und auch unterschiedlich große Handteller, kann man leider nicht einen Griff für jeden empfehlen. Daher ist dies, was ich dir heute zeige, ein sogenannter, normaler Standardgriff, mit dem, glaube ich, jeder Golflehrer zufrieden sein wird, wenn seine Schüler mit diesem im Unterricht auftauchen würden. Ich habe in meinem Unterricht eine Menge an Tests, um festzustellen, wie der perfekte Griff für einen Golfer aussieht. Aber das, was ich dir heute zeige, ist, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Annäherung an einen guten Golfgriff. Fangen wir mal mit der linken Hand an. Für mich ist es sehr, sehr wichtig bei der linken Hand, dass, wenn man den Griff einnimmt, dass der Schläger nicht zu weit in der Handfläche eingenommen wird, sondern etwas mehr Richtung Fingern. Man sieht hier, dass er eigentlich von diesem Ballen vom kleinen Finger hier schräg rüberläuft über den Zeigefinger. Schaut ungefähr so aus. Und ich kann hier, wenn ich dann so stehe und auslasse, mit allen Fingern außer mit dem Zeigefinger, kann ich jetzt hier den Schläger in dieser Position halten. Man sieht den kleinen Fingerballen, der oben drauf liegt am Griff. Und der Zeigefinger, der stützt dagegen. Wäre der Schläger jetzt zu weit in der Handfläche, dann würde der Schläger hinunterfallen. Und das wäre ein Griff, der nicht sehr optimal wäre. Weil wenn ich nämlich den Schläger zu weit in der Handfläche habe, kannst du sehen, dass ich nicht ordentlich winkeln kann. Ist er jedoch da, wo ich gesagt habe, hier drinnen, kann er hier wunderschön fast 90 Grad winkeln, ohne dass ich mich extra dafür anstrengen muss. Weiters ist es wichtig, dass der Griff ein wenig nach rechts verdreht ist. Du kannst sehen, dass, wenn ich den Schläger so halte, dass der Daumen gerade hinunter zeigt. Und auch manchmal findet man Markierungen auf die Griffe, die quasi andeuten, dass man hier den Daumen haben soll. Aber das stimmt nicht. Bitte, ihr wollt den Daumen nicht gerade runter haben, sondern ihr wollt ihn rechts von der Mitte haben. Rechts von der Mitte. Wie gesagt, mit dem kleinen Fingerballen oben. Und dieses formt dann dieses berühmte V, wie man es immer wieder hört in diversen Videos oder Magazinen lesen kann. Und dieses V, sagt man immer, soll ungefähr zur rechten Schulter zeigen. Ich finde, es gibt da keine Einheit, wo man das jetzt hinzeigen soll. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Aber ich denke, für die meisten Hobbygolfer ist es sicher gut, dass die linke Hand ca. 15-20 Grad nach rechts hineingedreht ist und der Daumen rechts der Mitte ist. Und wenn man jetzt ganz genau schaut, sieht man, dass mein Daumen auch ein wenig nach links zeigt. Also der Daumen ist rechts der Mitte und zeigt aber ein wenig nach links. Das ist meine Präferenz, um einen Griff in der linken Hand zu machen. Wenn du dran bleibst, dann werde ich dir im Anschluss noch einmal ganz genau erklären, wie ich Schritt für Schritt den Griff einnehme. Aber gehen wir mal noch einmal die rechte Hand durch, bevor wir das machen. Und wenn wir die linke Hand fertig haben, wie gesagt, in dieser leichten Verdrehung nach rechts, dann kommt die rechte Hand. Und ich möchte, dass die rechte Hand bereits vollständig gewinkelt ist. Das liegt daran, weil ich werde nachher im Schwung eigentlich nur die rechte Hand nach hinten beugen, also nur dorsal nach hinten beugen und nicht versuchen hinaufzuwinkeln. Deswegen möchte ich schon, dass die rechte Hand bereits komplett gewinkelt ist. Und ich komme jetzt hier von der Seite, und da gibt es hier ein Loch zwischen den Daumenballen und den kleinen Fingerballen, so eine, wo die Lebenslinien drin sind. Und ich sage immer, dieses Loch hier
hat der liebe Gott gemacht, damit wir den Daumen drin verstecken können. Und ich tue jetzt quasi hier das genau seitlich auf den Daumen andocken. Und ja, jetzt zur Frage, soll ich mal einen Zehnfingergriff machen, einen Overlap oder einen Interlock-Griff? Ich sage mal, okay, es kommt drauf an, es kommt auf die Größe an der Hände, sagt man, aber ich möchte schon klar sagen, dass ich eine große Präferenz habe für den Overlap-Grip. Ich sehe immer wieder, wenn die Griffe nicht ordentlich eingenommen werden, dass es oft ein Interlock-Grip ist, der etwas schlampert gehalten wird, oder ein Zehnfingergriff macht auch oft Probleme, und zwar die Hände sind dann oft zu weit auseinander und häufig kämpfen Amateure ohnehin mit einem zu frühen Brechen des linken Handgelenks, und wenn die rechte Hand zu weit unten ist, hilft sie mit. Das heißt, ich bin ein Riesenfan des Overlap-Grips, wenn es geht. Ich weiß, Tiger Woods, der Dominator der letzten 20 Jahre, hat, und jetzt US Masters-Sieger, hat mit Interlock gespielt, ich weiß, aber in meiner Erfahrung ist eben der Interlock-Grip, wenn es nicht sein muss, keine Option. Also, ich habe hier gewinkelt, komme von der Seite dran und jetzt mache ich einen Overlap-Grip und mache hier zu. Und man sieht hier, dass zwischen meinem Zeigefinger und meinem Mittelfinger ja eigentlich noch ein Fingerplatz hätte. Und man sieht, dass der Daumen auf der anderen Seite ist. Hier ist wieder dieses berühmte V. Viele sagen, dass dieses hier wieder zur rechten Schulter zeigen soll oder zum Kinn. Ich, wie gesagt, finde es nicht so wichtig. Mir ist es nur wichtig, dass wenn wir von einem neutralen Griff sprechen, dass die Handfläche, wenn ich sie jetzt so aufmachen würde, also hier am Daumen dran bleibe und aufmachen würde, dass diese hier zum Ziel zeigt. Das wäre ein neutraler Griff, meiner Meinung nach, mit dem jeder Hobbygolfer wahrscheinlich sehr, sehr gut spielen kann. Wenn man jetzt den Griff eingenommen hat, dann gibt es so einen berühmten Test, wo man feststellen kann, ob die Schlagfläche gerade ist oder nicht. Und zwar, du nimmst jetzt den Schläger hinter den Rücken und stellst davor, du hast den Angel und wirfst diese aus und überstreckst die Handgelenke komplett, also komplett Richtung Ulna. Und dann sieht man hier, ob diese Kante hier, ob die gerade rauf zeigt, oder wenn ich zum Beispiel die linke Hand zum Beispiel überdreht habe und mache das, dann sieht man zum Beispiel, wenn die Hände sich strecken, dass die Schlagfläche sich schließt, oder wenn ich nicht weit genug drüber gedreht habe, würde es in dem Fall wahrscheinlich die Schlagfläche eher sich öffnen. Also es ist ein guter Test, damit man herausfindet, ob die Schlagfläche so einigermaßen passt. Es muss dir bitte jedoch eines klar sein, es geht nicht zwingend darum, wo die Führungskante nachher dann hinzeigt, oder der rechte Winkel der Führungskante hinzeigt, sondern es gibt eine sogenannte 3D-Schlagfläche, das heißt, wo die Schlagfläche tatsächlich hinzeigt. Man kann sich das am besten vorstellen, indem man so ein Leihengel-Tool hier auf den Schläger klippt. Das ist magnetisch und bleibt hier stecken. Und wenn du jetzt schaust, siehst du, dass das jetzt genau hoffentlich mehr oder weniger zur Kamera zeigt. Wenn ich die Schlagfläche schließe, zeigt es nach links. Wenn ich die Schlagfläche öffne, zeigt es nach rechts. Aber jetzt schauen wir her, jetzt lasse ich auch einmal die Führungskante genauso wie sie ist und gehe nur mit dem Griff ein wenig tiefer. Und dann siehst du auf einmal, aha, dann geht es auch nach links. Oder ich gebe den Griff höher, dann geht es nach rechts. Ich könnte zum Beispiel die Schlagfläche jetzt öffnen und runtergehen. Jetzt ist sie auch wieder gerade. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr verwinkelt, das Ganze. Und bloß weil du jetzt den Schläger vermeintlich gerade in der Hand drin hast, heißt das nicht, dass die dreidimensionale Schlagfläche im Treffmoment auch wirklich dorthin zeigt, wo du glaubst, sondern es ist auch sehr davon abhängig, wie hoch deine Hände im Treffmoment sind oder wie der Offset des Schlägers ist. Der Offset bedeutet, dass die Führungskante ein wenig nach hinten gelagert ist. Das ist bei modernen Eisen, und je verzeihender die sie sind, mehr in der Regel, und bei Blades, wie es eher Professional spielen, eher weniger. Aber solche Offset-Eisen können die Augen furchtbar täuschen und man glaubt eben, dass die Führungskante perfekt zum Ziel zeigt, aber in Wahrheit zeigt die Schlagfläche massiv nach links. Also auch ein bisschen aufpassen, wo ist die 3D-Schlagfläche. Wenn du kein so ein Tool hast wie ich, was ich annehme, kannst du auch ein kleines Tee nehmen und dich ein bisschen das Tee draufstecken
und ein bisschen herumspielen, wo das Tier hinzeigt, beziehungsweise einen Freund bitten, wenn du die Ansprechposition eingenommen hast, dass er das Tee drauf gibt auf den Schläger und dann kannst du sehen, wo die 3D-Schlagfläche hinzeigt. So, jetzt gehe ich mit dir noch einmal den Griff durch, wie ich ihn ganz gerne lehre am Anfang, dass der wirklich stimmt. Als erstes möchte ich ganz gerne, dass der Schläger ungefähr einen 45-Grad-Winkel hat. Das ist 0, das ist 90, das ist 45. Ich halte den Schläger hier mit der rechten Hand hier oben und schaue, dass die Führungskante gerade in den Himmel schaut. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich gehe jetzt her und gebe zuerst den Zeigefinger der linken Hand seitlich auf den Griff und gebe den kleinen Fingerballen oben drüber. Und jetzt teste ich einmal, ob der Griff hält. Wenn das passt, dann mache ich die restlichen Finger zu und schaue, dass der Daumen auf der rechten Seite ist und nach links zeigt. Der nächste Schritt ist es, dass ich nun den Zeigefinger etwas löse und wieder hinlege, weil sonst bekomme ich einen Krampf im Unterarm. Kommen wir zum rechten Griff im Detail. Was ich möchte, ist, dass du jetzt wieder hier oben hingreifst und so lange runterrutscht, bis du anstehst bei den Fingern. Jetzt gibst du den kleinen Finger weg und lappst ihn zwischen den zweiten und dritten Finger hier mitten hier rein, damit jetzt nur mehr drei Finger und auf den Griff noch sind. Also ich komme von hier runter, bis ich anstehe und lappe den kleinen Finger drüber. Jetzt kannst du Folgendes machen. Jetzt kannst du, um eine bessere Position in der rechten Hand zu bekommen, den Zeigefinger mal ausstrecken. Wenn du den Zeigefinger ausstreckst, dann wird die ganze Hand eben eher in diese radiale, gewinkelte Position gezwungen. Das heißt, ich mache das hier und ich rutsche jetzt so runter, dass der Daumen hier seitlich Platz hat. Das heißt, das hier. Und jetzt siehst du auch, dass die Finger in ein bisschen so einem Winkel hier sind. Ja? Das ist richtig. Und wenn ich das dann habe, gehe ich her und umschlinge mit dem Zeigefinger weit unten. In Österreich sagt man wie beim Fingerhageln, ja? Wenn man so sich diesen Wettkampf macht mit dem Fingerziehen. Umschlingt man hier, dass hier ein Platz ist zwischen zweiten und dritten Finger. Und den Daumen gebe ich auf die andere Seite. Und der Daumen berührt wirklich nur mit einem klitzekleinen Quadratmillimeter diesen Griff. Das heißt, ich versuche gar nicht sehr viel Andruckfläche zu bekommen, sondern er berührt wirklich nur ganz, ganz leicht. Und der Griff schaut dann fertig so aus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und vielleicht möchtest du es ja auch mit deinen Freunden teilen. Hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!